Ja, hallo YouTube, wir sind immer noch in der gleichen Game Session. Unterdessen ist es schon früh am Morgen geworden, Entschuldigung. Wir spielen immer noch Mad Games Tycoon. Unterdessen sind wir im Jahre 1983 angelangt. Sind momentan an Auftragsarbeiten am Erledigen und irgendwie ein bisschen aus der Misere zu hauen, so dass wir bei Mad Game Awards nicht gleich wieder ja. Aber dass ich ganz gerne mag, Cyberpunk wäre dann auch mal etwas. Ich möchte eigentlich die B-Plus-Titel endlich einmal aufwerten können. Ja, das Spiel ist fertig. Wir hauen es auch gleich raus. Ich hoffe, es mag auf. Kommt sie. Ja. Oh, hau, hau, hau. Okay, ich habe die Vorgaben erfüllt. Ich habe gemeint, das sei auf 49%. Ja, dann mal. Viel Spaß mit dem Game. So, was basteln wir jetzt? Also was ich ganz sicher mal werte ist... Ist jetzt eben dafür und da wieder, ob, dafür und wieder, ob wir... jetzt hier noch die Produktion anhängen oder die Produktion wäre natürlich schon ziemlich etwas. Können wir die Büros auch Raumgröße ändern? Okay, dann klappen wir mal dieses zu. Wir ändern die Raumgröße. Ja. Etwas größer. Die Türe natürlich nicht zu vergessen. Okay, dann könnten wir ja hier noch einen zweiten Schreibtisch reinhauen. No. Nicht schön, aber selten. Gut, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, nämlich unsere Produktion noch reinzuhauen. Dann mach mal hier ein kleines Lager. Das, so dass das eine Türe braucht, ist mir auch schleierhaft. Ja, wir machen dann mal für 120.000 Einheiten einen Lagerplatz. Hat da noch was? Ja. Lässt mal so. Gut. Dann schauen wir uns mal nach der Produktion um. Was macht da Sinn? Was ist Unsinn?
mal auf diese Größe gehen. Produktion. 350.000, die MC 3000. Gut, upgraden können wir das Ding immer noch. Da hätten zwei Platz. Okay, wir nehmen jetzt mal zwei mit dem Risiko, dass wir es versemmeln. Und dann, wir haben eine Produktion von 106.000 für Eigerames. Gut. Hauen wir diese mal raus. Erweitern können wir immer noch. Was haben wir für Auftragsarbeiten? Im Moment gar nichts, was wir hier, was wir brauchen könnten. Ja, das sind doch 1000. Gut, der Auftrag ist raus. Wagen wir uns mal an. Also bei 50% müssen wir unbedingt bei der. Ja, gut, das sollte ausreichen. Dann, wir haben die Plus rausgehauen. Wir nehmen jetzt. Ja, wir nehmen jetzt mal die Speicherfunktion rein. Wir Auftragsarbeiten haben wir gar nichts mehr. Na, da kommt schon etwas. Und die Drucker-PS schmeißt das mal alles ganz gemächlich in den Hinterhof. 3000, ja, es könnte knapp werden mit unseren Pressen. 1 Apfelmuck ist draußen. Man weiß zumindest, welches Real-Life-Pendant das es hat. Gut, die sind abgeliefert. Amster CCP, das letzte Mal, also Publishing-Angebote. Ne, publishen will ich hier noch nicht. Das braucht es einfach. Mir sind ja sogar alle Fans davon gelaufen. Schnell schauen, ob wir noch etwas Devs haben für die B+. Ja, jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Mai. Der wird wahrscheinlich demnächst rausgehauen. Ich würde sagen, wir warten noch etwas und schauen uns mal bei unseren Engines raus. Okay, ich nehme die jetzt mal auf 17. Ja, was soll's, 15% drunter. Sonst upgraden wir die Engine noch etwas. Also wir könnten es eigentlich auch selbst produzieren, was aber nicht wirklich viel Sinn macht im Moment.
Aber wir sind schon mal auf einem guten Weg. Machen wir jetzt das mal anders. Herrschaftszeiten, der braucht hier Jahre dafür. Dann soll doch der mal die Upgrades machen. Bis jetzt können wir hier auch nichts upgraden. Ja, was geben wir dem? Was geben wir dem zu tun? Auftragsarbeiten, da ist auch nichts. Ah doch! 31 Wochen, ja Junge, das soll... Moment, schnell. Das wäre, ja... Nee, das ist die... Ja. Das ist die andere Engine. Dann halt hier. Abgabe in 5 Wochen, das sollte eigentlich schaffbar sein. Wow, es wird knapp. Nee. Gut, die Speicherfunktion ist draußen, wir... Schauen uns mal hier weiter um. Was könnten wir sonst noch reinhauen? Themen erforschen. Okay, das können wir auch dem anderen überlassen. Wir nehmen mal. Was ist so gefragt? In den 80er sind sicher mal Rollenspiele gefragt. Der macht auch mehr Pause als irgendetwas anderes. Und dann hauen wir mal das Skitourismus. Machen wir aber einen B-Plus-Titel draus. Die Zielgruppe geht an Teenager. Wir nehmen hier Agenten und Spionage. Dann mal wieder ein Arcade-Titel. Ja, und unsere angestaubte Engine. Die Plattformen nehmen wir jetzt mal den Mess. Okay, wir stellen jetzt das Ganze noch etwas höher. Haben wir noch irgendwo einen Kopierschutz? Zu wie viel? Zu 65. Ja, das reicht noch füglich. Okay, was hatten die lieben Herrschaften hier noch zu mörsen? Den Sound war ja noch kein Problem. Okay, ziehen wir den Sound noch etwas hoch. Das Gameplay sollte sich ja jetzt erholt haben. Und dann los. Es hat kein freier Entwicklungsraum zur Verfügung. Okay. Ja, das sollte noch reichen.
Okay, 4D Realms hat meine Engine gekauft. Danke. Kommt zumindest mal etwas Geld rein. So. Na, Kunststück, dass wir nicht dabei sind. Wir haben zumindest nicht gerade Verluste geschrieben. Das Gute an der Geschichte ist ja, wir können somit zumindest diese zwei Helden hier aufleveln. Machen wir mal etwas Dampf bei der Entwicklung. So, das Spiel ist raus. Und wir werden es nicht selbst produzieren. Das ist ja wieder ein Arcade-Titel. Naja. Ich möchte eigentlich wirklich noch nicht in dieser frühen Phase selbst entwickeln. Ich lasse jetzt das bei diesen. Ich weiß wieso, dass ich nicht selbst entwickelt habe. Boah. Wertung grünlänglich, Gurke. Ach du Schande. Haben wir etwas? Ja. Gut, hauen Patch nach. Denn da können wir mal rübernehmen. Das wird knapp. Wir versuchen es jetzt mal. Das Update ist gefahren. Gehen mal auf Auftragsarbeiten. 13 Wochen von Katari. Ja. Sieht ja mal nicht schlecht aus. Es hält sich noch. Wir schreiben aber immer noch rote Zahlen. Untergenerell steht jetzt zur Verfügung. Gut, du hilfst hier mit. Gut, vielleicht reicht es noch ein Patch rein, ein Update reinzuhauen. Ja, für 13.000, so sehe ich aus. Was wurde bemängelt? Okay. Ja, für 2000.
Das folgende Spiel basiert auf deiner Engine. Der Entwickler hat dir einen Abrechnungsbeleg für die Gewinnbeteiligung zugeschickt. Für meine Bones plus 1? Ja, doch nicht schlecht. 360.000 verkaufte Einheiten, eine Gewinnbeteiligung zu 15%, 270.000 haben wir reingeholt. Ist doch mal was Schönes. Weiter so. Gut, das Update ist geheizt. Dann noch die Auftragsarbeiten durchgehen. Ja, wir versuchen jetzt mal mit deinem Messestand reinzuhauen, einen kleinen, das reicht ja auch. Ja, wir werden die Fans nicht glücklich machen können, aber es könnte einen Aufschub geben, ganz klein wenig. Wow. Okay. 52.000. Wir haben das Teil in den Sand gesetzt. Na, wunderprächtig. Du mal entwickeln. Wir brauchen unbedingt naja, was nehmen wir da? Ja, was nehmen wir da? Ich würde sagen, das entscheidet sich in der nächsten Folge. Tut mir leid für den Cliffhanger. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt etwas in die Kommentare. Danke vielmals fürs Zuschauen, YouTube. Und bis dann.